Willkommen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Elenwen, die Botschafterin der Talmor in Himmelsrand. Und ihr seid? Ich heiße Sentira. Es freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Wirklich schnelles Fest. Ihr müsst wissen, ich bin zum ersten Mal hier. Wo bekommt man was zu trinken? Seid ihr Elenwen? Ich hab's... Sind wir fein? Ah, richtig. Ich habe euren Namen auf der Gäste. Bitte, erzählt mir mehr über euch. Was führt euch in dieses... nach Himmelsrand? Was gibt es, Malbon? Wir haben leider keinen Alto-Wein mehr. Gestattet ihr, dass ich den Arentia hole? Natürlich. Ich hatte euch doch bereits angewiesen, mich mit solchen Kleinigkeiten nicht zu behelligen. Ja, Frau Botschafterin. Verzeihung. Wir müssen uns später besser bekannt machen. Bitte, amüsiert euch. Na, willst du nicht wissen, dass ich dort Overking bin? Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Soldat der Talmor. Wir sollen nicht mit den Gästen reden. Oh, feines Elfenstimmchen. Elenwen weiß, wie man richtig feiert. Ich verpasse nie eine ihrer Partys, wenn es geht. Was führt euch auf dieses Fest? Ihr müsst neu in Himmelsrand sein, sonst wüsstet ihr, wer ich bin. Ich habe bei fast allem, was in Himmelsrand von Bedeutung ist, meine Hand im Spiel. Ich glaube, es ist Zeit, die Kränkungen der Vergangenheit ruhen zu lassen, damit zwischen dem Kaiserreich und dem Alt-Meribund Frieden und Wohlstand gedeihen können. Dazu versuche ich, meinen bescheidenen Anteil beizutragen. Und ganz unter uns, es bringt mir jede Menge Geld ein. Ich klinge ganz schön wie ein Geschäftsmann. Nicht jeder Nord ist besessen von Stärke, Ehre und Waffenkunst. Ein paar wenige sind mit der Gabe geboren, Geld zu machen. Meine Stärke sind meine Investitionen und meine Waffe ist mein Reichtum. Was die Ehre betrifft, nun, manchen Luxus kann selbst ich mir nicht leisten. Ein räudiger Hund, also. In Ordnung. Reden wir aber erstmal wieder mit Malbon. Da, eine schnuckelige kleine Maid, auch wenn sie ein Elfenmädchen... Was kann ich euch bringen? Ihr habt es geschafft. Gut. Sobald ihr die Wachen ablenkt, öffne ich diese Tür. Dann könnt ihr euch auf den Weg machen. Wollen wir hoffen, dass wir beide diesen Tag überleben? Nein, nicht danach steht mir im Moment der Sinn. Ich wollte nur einen besseren Blick auf euch werfen. Mir gefällt, was ich sehe, meine Liebe. Und glaubt mir, das sage ich nicht jeder. Ich bin sehr wählerisch, wenn es um weibliche Formen geht. Oh, danke, Sir. Kann ich noch etwas für euch tun? Oh, jetzt nicht. Vielleicht später. Geht nicht so weit fort. Jawohl, Sir. Und du? Was kann ich euch bringen? Ich möchte etwas zu trinken. Hier, bitte. Kolovianischer Weinbrand. Oh, den kennen wir ja noch. Bis zum nächsten Mal. Ich bin so froh, dass ihr heute kommt. Ich vertraue darauf, dass dies erst der Beginn einer langen und für beide Seiten nutzbringenden Freundschaft ist. Veranstaltet ihr häufig solche Feste? Ja, recht häufig. Noch größeren Genuss als der Luxus selbst bereitet mir nur, ihn mit denen zu teilen, die ihn zu schätzen wissen. Aber ich höre auch gern den neuesten Klatsch und die interessantesten Gerüchte. Haben Sie bitte Spaß? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis euer gesamtes morsches Kaiserreich durch seinen eigenen Verfall in sich zusammenbricht. Nichts für uns. Der hat auch schon was Interes, ne? Kann es wirklich Frieden geben zwischen Talmor und Kaiserreich? Es herrscht jetzt Frieden. Und dieser Frieden wird so lange anhalten, wie es unseren Bedürfnissen entspricht. Aber täuscht euch nicht. Dies ist kein Frieden, wie er zwischen gleich starken rivalisierenden Nationen geschlossen wird. Er gleicht mehr der Ruhe zwischen zwei Stürmen. Und ich glaube, der nächste Sturm wird weitaus tödlicher als der letzte sein. Also gut. Ich kann mich nicht erinnern, euch bei einem von diesen Anlässen schon einmal gesehen zu haben. Und ich kenne jeden, der in Himmelsrand Rang und Namen hat. Seht ihr den widerlichen Betrunkenen dort drüben? Eine hochgestellte Persönlichkeit der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft. Ob ihr es glaubt oder nicht. Das führt euch schön. Ich bin hier, um meine Beziehungen zu pflegen. Übrigens, ich weiß nicht, wer ihr seid.
Aber wenn ihr nicht wollt, dass ich euch auffliegen lasse, solltet ihr mir für den Rest der Feier aus dem Weg gehen. Oh. Wir pflegen eine Beziehung des gegenseitigen Vertrauens. Ich kümmere mich wenig um die Politik und die Rivalitäten zwischen den Talmor und dem Kaiserreich. Aber ich respektiere Macht. Und die Talmor haben sie. Sie lassen mich in Ruhe, ich lasse sie in Ruhe. Wenn es mich nicht täuscht, ist es nicht, wie hieß sie, die nicht Gräfin, Chefin halt von hier und dort. Ich hoffe, ihr amüsiert euch. Können wir eigentlich so? Ich hoffe, es gefällt euch, meine Dame. Ja. Sind eure Augen und Ohren offen und euer Verstand frei von Wertung und Erwartung, könnt ihr in dieser Kammer vieles lernen. Was muss ein Mann tun, um hier etwas zu trinken zu bekommen? Hier. Ah, die einzige großzügige Seele in einem Heer von Pfennigfuchsern und alten Knausern. Wenn es hier etwas geben sollte, womit ich euch helfen kann, müsst ihr unverzüglich zu mir kommen. Danke, Sir. Es gibt aber tatsächlich was du machen könntest. Wunderbar. Ich kann gleich damit anfangen, euch für eure Großzügigkeit zu erinnern. Ihr müsst Aufsehen erregen und die Aufmerksamkeit einigen Minuten lang auf euch lenken. Ist das alles? Dann seid ihr an der richtigen Stelle. Man könnte sagen, dass es zu meinen Spezialitäten zählt, aus Rolle zu fallen. Tretet zurück und bewundert das Werk meiner Hände. Einsamkeit vor Anker. Sieht nicht so aus, als würde sie bald wieder in See stechen. Alle mal aufgepasst. Manche sagen, der Schiffsrumpf habe schweren Schaden genommen, als die rote Woge einen Eisberg gerammt. Ich habe euch etwas und dass sich Kapitän Safia die Reparatur nicht leisten kann. Lasst uns auf Ellenwen anstoßen. Das würde sie natürlich niemals tun. Unsere Geliebte. Kapitän Safia ist natürlich im übertragenen Sinne. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass jemand sie ins Bett bekommen möchte. Obwohl, die meisten von euch stecken ja ohnehin schon unter einer Decke mit ihr. Aber auch das natürlich nur im übertragenen Sinne. In Ordnung, in Ordnung. Nehmt eure Hände weg von mir. So weit, so gut. Hoffentlich hat uns niemand hinausschleichen sehen. Wir müssen durch die Küche. Eure Ausrüstung ist in der Speisekammer versteckt. Gut. Bleibt einfach in meiner Nähe und überlasst das Reden mir, kapiert? Folgt mir. Amüsiert ihr euch? Ziemlich unfreundlich. Nun ja, den Umständen entsprechend. Wer kommt da, Malbon? Ihr wisst doch, dass ich keine fremden Gerüche in meiner Küche mag. Ein Gast fühlt sich nicht gut. Lass die arme Seele in Ruhe. Ein Gast in der Küche? Ihr wisst, dass dies gegen die Regeln ist. Regeln, Zavani? Wirklich? Mir war nicht bewusst, dass das Essen von Mondzucker erlaubt ist. Vielleicht sollte ich die Botschafterin fragen. Ich habe nichts gesehen. Selbst wenn jeder andere. Eure Ausrüstung ist in dieser Truhe. Ja, danke. Ich werde die. Ich verschließe. Vermasselt das bloß nicht. Ist das Glück? Beeilt euch. Ich muss wieder zurück. Ja, ich will erstmal nur eine Sache. Bevor jemand meine Abwesenheit bemerkt. Und los geht's. Viel Glück. Ihr seid jetzt auf euch allein gestellt. Zu wem gehören Sie? Noch mehr Leute der Abgesandten, um die Verträge durchzusetzen? Nein, sie sind Hochmagier, die gerade von Alinor eingetroffen sind. Wahrscheinlich macht sich ihre Hoheit jetzt endlich wegen all dieser Drachenangriffe Sorgen. Hm? Ah, gut. Ich hatte mich schon gefragt, wie wir das hier gegen einen Drachen verteidigen sollten. Wenn tatsächlich ein Drache auftaucht, haben wir ja vielleicht Glück und er frisst die Magier zuerst. Das könnte uns genug Zeit verschaffen, um ihn zu töten. Ha! Mir wäre es recht, wenn mal jemand diesen arroganten Mistkern die Meinung sagen würde.